Also manchmal hakt der Controller sich so nach links ein und dann ist erstmal nichts zu machen, zum Glück. Bis jetzt nur an Stellen, wo es sowieso nicht wichtig war. Aha, Moment. Yep. Nee, das nicht. Aber vielleicht können wir springen. Ja. Und ein Seepferdchen bitte. Nicht? Nein? Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Hallo. Wasserhoftheater. Na, du siehst ja auch heiß aus. Herrlich ist das. Herrlich. Haben wir irgendwas Besonderes? Nö. Das war ein Geysir, was unter Umständen aktiviert werden könnte. Mal zuerst da runter. So. Huch. Treibender Verfall. Mhm. Treibend ist. Ja, das war ja jetzt. Weißt du selber, dass das jetzt kein guter Auftritt war, ne? So, und dann funktioniert das hier. Da ist noch so einer. Können wir den schon anvisieren von hier? Nicht? Ja. Yum, yum, yum. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Schade wäre natürlich jetzt, wenn der immer einen Goldzahn fallen lässt, weil den hätte ich ganz gern. Ja, genau, komm mal her. Nein! Wieso fallen die denn runter? Das ist ja total doof. Ja, dann kann man das ja mit dem Einsammeln bei denen so ein bisschen vergessen, ne? Ganz so einfach dann. Nee, dahin bitte. Da drauf. Genau. Und dann rüber. Jawohl. Ja, aber ich hätte die besiegen müssen, wenn ich hier drauf stehe. Aber, wer weiß, ob die einem dann nicht irgendwie in die Quere kommen. Ja, das ist mal wieder. Ah. Es hat gerade gehakt, das war nicht gut. So. Dann nochmal in die andere Richtung. So, dann nehmen wir mal den da unten. Scheiße, wäre da jetzt was gewesen da oben? Wahrscheinlich, weil da eine Plattform vor ist. Dann gehen wir, versuchen wir da nochmal dran zu kommen. Ich falle jetzt wahrscheinlich runter. Das ist jetzt aber auch erstmal wurscht. Mit viel Glück komme ich jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Nein, komme ich nicht. Ach Mist. Das ist ja jetzt doof. Wir müssen mal versuchen, ob wir da drauf kommen. Wenn der jetzt nicht... Einen Versuch mache ich noch. Es tut mir leid, aber... Was so offensichtlich ist, dass da was versteckt ist, das hätte ich dann doch ganz gern vielleicht. Ja. Okay, das war jetzt echt doof, weil... Okay, ein Moment. Ich muss ja, das Schlimme ist ja, dass da ist die Plattform. Das funktioniert immer im falschen Moment nicht. Letzter Versuch. Nee. Okay, komm, ich lasse es. Ist egal. Ist egal. Ich hoffe nur, da wäre jetzt kein Radualraum gewesen. Und da war ein Autosave und ich bin am Überlegen, ob wir das vielleicht mal nutzen sollten, eventuell vielleicht für eine kurze Aufnahmepause, weil ich glaube, ich habe schon wieder irgendwie 2 Stunden oder sowas.
Und ja, das machen wir jetzt mal, weil da vorne ist das Theater. Absolut kundenfreundlich, leicht zugänglich. Und da gehen wir dann beim nächsten Mal hin. Dann würde ich sagen, so wie ich mich kenne, wahrscheinlich bis heute Abend, aber bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und willkommen zurück. Das Spiel geht mal wieder weiter und ich habe mich gerade eben mal kurz reingelesen. Ich weiß jetzt, wofür die Flaschen sind. Die schalten nämlich Concept Artworks frei. Das heißt, kein Grund, sich ins Hemd zu machen, wenn man mal eine nicht bekommt. Die Concept Art sieht man mit Sicherheit auch, wenn man Google bemüht. Ja, und dann gibt es da noch eine schöne Übersicht über die Erinnerungen. Und so wie das aussieht, habe ich schon so einige. Naja, was heißt einige? Aber ich habe schon ein paar übersehen im Verlauf des Spiels. Man kann die Kapitel später nochmal anwählen. Insofern die Dinge allerdings keinen Unterschied machen für das Spielende, was wohl nicht so sein wird, wie ich das bis jetzt erfahren habe, ist das dann relativ egal. Ist natürlich schade, dass man die nicht alle mitbekommt. Es ist aber kein Beinbruch, wenn man mal eine nicht sieht. Wie gesagt, unter Umständen mache ich dann mal am Ende irgendwie so ein Special. Es gibt hier auch eine sehr schöne Zusammenfassung darüber, was Alice eigentlich alles erlebt hat, was alles passiert ist über ihre Zeit im Irrenhaus. So eine Art Krankenbericht, den ich mir gerade einmal durchgelesen habe. Und sagen wir mal so, die Frau ist ganz schön, ne? Also, es kann einem besser gehen. Sagen wir es mal so. Ja, dann gucken wir mal. Da ist eine Schweineschnauze irgendwo da drüben. Da sehe ich sie auch schon. Da flattert sie. Ja, genau. Wir können ja nicht springen, wenn wir klein sind. Ich vergesse das immer. Das ist aber auch ätzend. So. Dann mal darüber. So. Es soll auch später noch ein Kapitel geben, wo man in dem Irrenhaus sich bewegt. Da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Das wird dann wahrscheinlich eins von diesen, ja, von denen sein, wie hier auch die Kapitel, wenn man sich in London bewegt. Das heißt, eher realistisch gehalten. Ich hoffe es zumindest. Ich habe mir allgemein in der Pause jetzt mal so ein bisschen was über das Spiel durchgelesen. Ohne mich zu spoilern natürlich. Ja, also es scheint... sagen wir mal so, die Bewertungen für das Spiel gehen sehr stark auseinander. Viele sind da... Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Das Spiel wird teilweise relativ schlecht bewertet, was die Grafik angeht. Ja, die Unreal Engine ist ja völlig überholt und ach und überhaupt und bla. Aber mal ganz ehrlich, ne? Wenn da mal eine Textur 2 Sekunden braucht zum Laden, dann braucht sie 2 Sekunden zum Laden. Ich finde, das ist also was, wenn man will, findet man, was ich persönlich gut... Ich habe jetzt lange kein Singleplayer-Spiel mehr so wirklich intensiv gespielt, aber... man sieht, wie sich hier Mühe gegeben wurde im Spiel. Das ist kein... Sorry, aber es ist kein neues Final Fantasy, bei dem viel Wert auf Optik, aber ganz wenig, ja, da kommt dann so wenig rüber von, ne, dass man wirklich das Gefühl hat, die hatten da Spaß dran oder so. Und hier ist eine Detailverliebtheit an den Tag gelegt worden, die, finde ich, ihresgleichen sucht. Und noch dazu ein absolut ungewöhnliches Setting. Also es ist ja nun kein 0815-Spiel, wie man das ständig irgendwo findet. Sondern ist ja schon was anderes. Klar, es ist ein Jump'n'Run. Im Grunde hier muss man mögen. Zieht sich teilweise für mich auch ein bisschen in die Länge. Was aber halt hauptsächlich auch daran liegt, dass ich im Let's Play so das Gefühl habe, da kann man jetzt recht wenig... Da ist schon wieder so ein Fuzzi mit den Kanonen. Da kann man jetzt hier recht wenig machen. Ja, genau. Um das Ganze etwas interessanter zu gestalten. Ach, komm schon. Scheiße.
Ja, das war jetzt doof. Ich habe abvisiert. Abvisiert? Sagt man das so? So. Und da ist er erledigt. Nein, also ich finde, es ist ein bisher ein gelungenes Spiel und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Story entwickelt. Die ist ja doch, auch wenn man das gerne vergisst, während man hier so herumhüpft, die Story an sich, die dahinter steht, ist ja doch auch sehr gut durchdacht. Also darf man auch nicht vergessen. Kommt natürlich ein bisschen kurz im Verhältnis. So, da ist jetzt hier ein Weg. Was nichts hilft, weil man da nicht hochkommt. Interessant. Und jetzt? Wie soll denn das gehen? Moment. Schießen? Wo? Wo soll man denn hier schießen? Der da ja nicht, ne? Kann man das irgendwie kaputt machen? Ist dann, tut sich da was? Außer, dass die Klamotten da runterfallen, die ich gerne hätte? Nö. Nee. Ja, wenn der Controller nicht reagiert, ist es natürlich ganz super. Also dieser A-Knopf, der ist echt nur manchmal ein bisschen, ist halt kein Original, ist einer von SciTech hier. Ah, da könnte ich auch von hier rüber jumpen, wenn das daran läge. Hat hier irgendwas zum Schießen? Nee, kann ja nicht. Auf der anderen Seite vielleicht schon? Ich sehe aber auch jetzt nicht, dass hier irgendwas zum Abschießen wäre. Ein letzter Versuch noch, um da hochzukommen. Nee. Also bei aller Liebe, da kommt man nicht rauf. Ja, was denn? Was machen wir denn da? Machen wir denn da? Kann man hier vielleicht irgendwas nutzen? Aber das ist ja auch blöd. Von dem Geysir aus? Nee, oder? Das schaffe ich ja gerade mal bis auf die Plattform von da. Mensch. Boah, könnte hinhauen, aber... Ja, das ist total super. Nee. Ja, herrlich. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich dieses Ding da abschießen? War auch nichts bringen, das ist ja nur Dekoration hier. So schon mal nicht. Noch ein Stückchen höher. Nee. Ja, klasse ist das. Dann erscheint wahrscheinlich hier ein Pilz. Das mag ja sein, aber wo ist das? Ich sehe es nicht. Ja, wahrscheinlich erscheint dann hier, wo das grün ist, ein Pilz. Ach. Eine Druckplatte. So. Nicht ganz so langsam jetzt hier, wenn es geht. Oh, das
kommt wieder davon, wenn man sich nicht richtig umguckt vorher. Und dann geht's da auch rüber. Ja, yeah, wobei, ach, jetzt ist da ein Dingens aufgetaucht. Naja, auch okay. Ich hatte jetzt mit dem Pilz gerechnet, da auf dem Grünen. So. Und da stehen schon wieder lustige Fische vor. Wir können mal wieder eine Waffe upgraden. Mal eben gucken, welche nehmen wir denn? Da ist es schon. Waffen. Ja, eine... Ich überlege, ob ich das Steckenpferd aufrüsten soll. Das finde ich ja fast am... Ich glaube, bei der Warpal-Klinge merkt man gar nicht so groß den. Ich mache das jetzt einfach. Ja, möchte ich. So. Und beim nächsten Mal machen wir dann die Pfeffermühle. Yeah, jetzt habe ich hier so ein schwarzes. Und das macht auch heftig Bumps. So. Totentanz. Guten Tag. Ist hier noch irgendwas für mich? Nein, da ist nur aufgemalt, da geht's rein. Okay. Ach, wie cool. Okay. Schönen guten Tag. Der Herr. Da gibt's nix. Auch nicht. Hier ist aber dunkel. Vielleicht besser. Aber hier sieht man mal richtig schön den Leuchteffekt vom Kleid. Also das finde ich Hammer. Das ist echt geil. Da liegt was auf der Bühne und schläft. Sieht aus wie ein Walross. Hier irgendwas? Irgendwas Interessantes für uns? Kann man das... Nein. Ah ja. Ah, Alice! Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich... wusste nicht einmal... Egal. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Mhm. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich... mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn dich ein das... Ein Zug mehr... vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logisterischen Vergeigung fehlen noch einige Showrequisiten. Logisterische Vergeigung finde ich super. Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden gedacht. Dann musst du die melogetöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eul nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Okay, den mag ich, der ist cool. Die Wortverballhornungen, die der da gerade ausgespeit hat, waren ja herrlichst. Also, schön. Schön, 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 den mag ich. Okay, ja, da bin ich auf die Vorstellung gespannt. Also ich, ja, ich habe das jetzt nicht so ganz. Ich muss Musik finden, ich muss die Darsteller finden. Pff, eigentlich muss ich alles finden, was hier noch irgendwie fehlt. Hallo? Hallo, Lo?
Du bist ja ein lustiges Walross. Der hat die Augen auf beim Schlafen. Ist ja eklig. So, er wohnt in dieser Richtung, ja? Dann gucken wir doch mal. Muss ich jetzt wieder gehen? Ich kann nicht wieder gehen. Da oben ist die Tür jetzt auf. Ah ja. Okay. Haben wir hier nochmal so einen Hinweis da drauf? Lass uns hier verschwinden und die Show vom Zimmermann besuchen. Nein, es ist jetzt noch von dem Schildkrötensupperich oder wie er heißt. Ach Mann, ey. Da hebt man schon ein neues Röschen auf und dann ist da so ein Vieh drin, das nimmt es einem gleich wieder weg. Huch. Hübsch hier. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Schön. Sonst ist hier nix. Oh. Entschuldigung. Ich möchte auch so eine leuchtende Schnecke für die Wand. Ich finde das gerade total super. Grinsekatze. Mhm. Haben wir hier noch irgendwas für uns? Nein. Und Kätzchen will was? Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den allerwertesten.